Also, wenn ich das recht verstanden habe an diesem scheiß Telefon, kommt der General Staufen vom Führerhauptquartier hierher, nicht wahr? Ich erwarte, dass jeder Gefangene schön gebürstet und gewaschen ist und saubere Fingernägel hat. Es sind keine Frauen hier. Also gebürstet haben werden wir keinesfalls. Ja. Nun, das würde gerade noch fehlen, dass wir ein Bataillon Asphaltschwalben hierher bestellen. Ihr werdet an euch selber ackern wie die Rummelnutten, damit ihr einen guten Eindruck hinterlasst. Ich will, dass ihr euch bestens benehmt. Es wird also weder gepuppelt noch mit Erbsensuppe geschmissen, ist das klar? Noch irgendwelche Fragen? Um das Erbsensuppenschmeißen zu verhindern, brauchen wir Erbsen. Was heißt denn das? Schulz, wenn die Erbsen alle sind, dann bestellen Sie gefälligst neue. Mein Adjutant, Major Günther. Major, auch Adjutanten sind Menschen. United States Army Air Force. Den Ami meine ich damit, nicht Sie, selbstverständlich. Eine wirklich nützliche Information, Klink. Und das Glücksrad dreht sich weiter, wo es hält, weiß nur ein Gefreiter. Jetzt habe ich schon wieder die 9. Nur eine vor der Gewinnzahl. Dafür sollte ihr schon was bekommen, gell? Schulz, die Beschwerdeabteilung ist auf dem Dach. Nehmen Sie den Lift. Lass sie mal auf, verflucht bei mir. Scheiße, ich hab's sowieso schon in der Beine, sowas Dämliches. Dieser Scheiße ist aber auch. Nur da ist es ja schon wieder, nicht wahr? Haben Sie sowas öfter? Naja, ab und zu ist mal eine Stromleitung im Arsch. Aber welcher Arsch hatten wir schon immer nicht? Ihnen im Namen unseres geliebten Führers etwas überbringen zu dürfen. Und zwar den großen Verdienstorden zweiter Klasse. Hurra, hurra, hurra! Bravo, bravo, bravo! Ich wusste gar nicht, dass Sie sowas so rühren können. Rühren? Sind Sie narrisch oder was? Sie machen einen ganz ergriffenen Eindruck. Ich hab heute Nacht $50 verloren. Danke, General Staufen. Auf den Schreck sollten wir einen kleinen saufen. Beim Führer am Obersalzberg ist das Scheißhaus explodiert. Man weiß nicht, ob's an den scharfen Bohnen lag oder ob sich's um eine Bombe handelt. Ja, hoffentlich hat der Führer eine zweite Toilette. Das weiß ich doch nicht. Ich war da noch nie, Carter. Warst du mal am Obersalzberg? Ist der salzlos? Ich hab nur mal gesehen, dass er seine Gurke gepfeffert hat. Als sogenannte Pfeffergurken.